Das ist das einzig Positive an einer Hochzeit. Steuerersparnische. Steuerersparnische. Sprachenlernen Bubble. So ein Ding ist das. War es gerade eine Ansage oder was? Guckt euch das Auto an, das ist er. Meine Mutter bringt mich um, wenn wir ein Haar finden. Ganz sauber oder was? Lass mich raus! Bist du noch ganz sauber? Bist du geisteskrank oder was? Ey, ich glaube, ich muss kotzen. Muss ich kotzen, ehrlich? Der Grüne kommt. Und hier ist Farbe Programm, ich sag's euch ganz ehrlich. Bye-bye. Hältst du an Bord? Und dann darf ich fahren? Ja, einmal. Einzelcheck, dass ich heute fahren soll. Einzelcheck, dass ich mal die Bude fahre hier. Liebe Fische, was an der Stelle komplett... Oh nein, da ist wieder der Stinkekäse drauf. Da rufe ich jetzt an, Digga. Jo, moin, ich habe gerade eine Pizza bei euch bestellt und habe extra über online reingeschrieben, dass der scheiß Stinkekäse da raus war aus dem Käserand. Und der ist ja jetzt wieder drin. Was ist das überhaupt für ein Käse? Der stinkt immer übelst nach Käsemauke. Ja, genau. Ich habe extra in die Dings beim Online-Formular reingeschrieben, dass der Stinkekäse weg soll. Ja gut, okay, das ist natürlich verständlich. Aber wenn ich reinschreibe, kein Stinkekäse und ihr habt nur den, dann muss man den ja nicht trotzdem reintun, oder? gut, wusste ich natürlich nicht. Aber dann bringt es ja nichts, wenn man trotzdem den stinkenden Käserand da reinmacht. Na, aber wozu gibt's denn dann den Text? Ach so, ja, aber ja, gut, das wusste ich natürlich nicht. Aber was ist denn das für ein Käse? Ich hatte doch früher einen anderen Käse. Hast du den schon mal selber gegessen, den mit Kräuter? Sag mal ehrlich, der schmeckt nach Arschritze. Ja gut, das wusste ich natürlich nicht, dass das Formularmäßig, was man da ausführt, dass das der Pizzabäcker nicht sieht, das wusste ich nicht. Weil früher habe ich da immer reingeschrieben, Pizza schneiden oder keine Ahnung, so weißt du. Das war's hier aber wirklich komplett. Legal vom Gesetzesgeber dürfte ich mit meinen 23 Jahren, selbst wenn ich 40 wäre, es wäre scheißegal, dürfte ich legal... mit einer 16-Jährigen schlafen. Hallo. Wer bist du denn? Na? Say my name! Montana Black 88. Oh! Verliebt! Wie geht's dir heute so? Very nice. Very nice. Hübsch. Hübsch. Genau mein Typ. Mhm. Was gefällt dir denn? Übelst dicke Titten. Als Lehrerin könnte ich mir höchstens ein Audi leisten, aber ja, ich will einen Lamborghini. Einfach ein Traum. On the road, Inge! Danke für euren ganzen Kommen. Was machen die denn da? Hey! Machen wir diese Scheißverbindung! Man muss nicht alles verstehen im Leben. Also ich bin mindestens der Meinung, dass PaySafe Card ab 16 ist.